Hallo und willkommen zu Skybase 2, einem Modpack, das eine gute Mischung aus Technik und Tier, also TT, I like, ist. Und ich habe keinen großen Plan, was auf uns zukommt. Bevor wir uns jetzt noch ein bisschen hier umschauen und gucken, was auf uns zukommt, würde ich sagen, machen wir erstmal hier ein bisschen Platz. Macht Sinn, weil das ist mir ein bisschen schmal. Und was machen wir hier? Wir schauen erstmal, ob wir twerken können. Oh ja, twerken geht. Twerken geht. Yes. Sehr gut. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, also twerken geht. Das ist schön. Das heißt, es geht auch durch Sprinten. Das ist sehr gut. Ja. Wir holen uns mal kurz ein bisschen Holz, bevor der Baum sich dann vertschüsst. Und machen mal das, was in Minecraft ganz normal ist. Machen wir uns erstmal eine Workbench. Die klatschen wir mal schnell hier hin. Und holen uns Slabs. So. Ich will auf jeden Fall sehr tief. Ich will, dass das mein Center Block ist. Der passt so schön. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall hier runter. Gucken mal. Wir werden auf jeden Fall auf diese Höhe gehen. Das ist der Plan. Und auf der Höhe will ich dann starten. Also wir können auch die Erde ein bisschen mal umswitchen. Weg, mach das mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, sind wir fertig. Haben wir umgebaut. Juhu. Also ich habe alles mal ein bisschen tiefer gezogen. Wir haben hier eine Baumfarm. Wir haben hier eine Grasfläche, die sich gerade noch komplett ausbreitet. Und was das Schöne ist, wir haben hier Ultimine drauf. Das heißt, wir können auf einen Schlag ganz viel abbauen. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Holz. Und ihr seht, Sprinten geht auch. Also ihr müsst nicht nur twerken, ihr könnt auch einfach, wenn ihr Platz habt, ein bisschen rennen. Und dann könnt ihr eure Bäume abfahren. Hier haben wir eine Grasfläche, die behalten wir erstmal. Grasflächen sind meistens gut, um Tiere zu spawnen. Also Kühe, Schafe oder sonstiges. Weiß ich nicht, ob das hier so eingestellt ist. Werden wir sehen. Werden wir einfach sehen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Spaß hier an. So, wir haben natürlich ein bisschen was an Material zusammen. Und zwar haben wir hier, guck mal, ich habe schon die Oaklogs, die habe ich schon. 32 Oaklogs abschlagen habe ich. Wir haben Oak Planks 64, da müssten wir, 1% haben wir schon. Ja, das kriegen wir schnell hin. Dann müssen wir uns eine Chest machen, das ist kein Problem. Komposter, das sind so die ersten Startdinger, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall anscheinend 4 Bone Meal. Das ist für Tinker. Das sind Patterns, die brauchen wir für Tinker. Weil wir mit Tinker eine Wooden Karma anscheinend herstellen müssen. Tinker ist hier, Tinker Construct. Da müssen wir dann das hier zum Beispiel machen. Tinker Station, Crafting Station. Crafting Station ist super, weil die auf die umliegenden Sachen zugreift. Part Builder, den Part Builder brauchen wir, um die ganzen Formen herzustellen, um die Sachen zu bauen. Aber wir versuchen uns so weit wie möglich erstmal hier aufzuhalten und werden jetzt erstmal so die Basics, würde ich mal sagen, machen. Das heißt, wir werden auf der einen Seite werden wir uns jetzt hier ein Campfire machen. Auf der anderen Seite machen wir das hier, die Chest, die Patterns. Also wir arbeiten uns quasi jetzt mal in drei Richtungen durch, weil ihr seht, es sind Überschneidungen über Überschneidungen. Und ich würde sagen, ich gebe mal Gas, wenn ihr Fragen zu den Sachen habt. Wenn euch irgendwas unklar ist, wenn ihr sagt, so hey, wäre nice, wenn du das Ganze vielleicht mal ein bisschen kurz näher beleuchten könntest oder uns das erklärst, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir gerne drüber schnacken. In der Zwischenzeit haue ich jetzt mal das Questbuch so ein bisschen durch. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Quest abgeschlossen. Quest abgeschlossen. So, Werkzeug auch am Start. Komposter steht. So, dann Pattern. Da brauchen wir Tinker. Tinker. Da brauchen wir das. Da brauchen wir Patterns. Patterns machen wir mit Sticks und Planks. Sticks und Planks. Machen wir gleich mal einen ganzen
Oh, was voll. Steht. Parkbilder. Hammer. Crafting Station. Hammer. Wir brauchen noch ein Parkbilder. Und eine Tinker Station holen wir uns auch noch. So, Crafting Station, Parkbilder, Tinker Station, Art Chest. So, wenn wir jetzt hier reingehen, gehen wir hier rüber. Nein, gehen wir hier rüber. Nein, gehen wir hier rüber. Gehen wir hier rüber. So, und da hätten wir zum Beispiel dieses Karma-Teil. Das ist das hier. Das hier. So, das ist das hier. Wooden Karma. Den müssen wir craften. Und für diese Wooden Karma, gehen wir hier, gehen wir da drauf, brauchen wir das hier und das hier. Also müssen wir die hier reinlegen, dann sehen wir das schon mal. Dann brauchen wir einen Tool-Handle. Wenn wir nicht wissen, was es ist, schreiben wir hier Karma rein, gehen wir hier rein, drücken Steuerung, also STRG, Control. Und dann sehen wir, wir brauchen ein Small Blade, ein Tool Handle und ein Tool Binding. Ja, das sieht man hier unter Wooden Karma, das braun geschriebene. Also Small Blade, Tool Handle, Tool Binding. Ein Thema. Tool Handle. Ich bräuchte Holz. Small Blade. Und ein Binding. Und dann holen wir noch ein Repair Kit. Interessantes Geräusch. Dann gehen wir hier wieder drauf, klicken da drauf, dann legen wir das hier rein. Das ist das Schöne bei Tinker, die Sachen gehen nicht so schnell kaputt. Und dann haben wir hier einen Wooden Karma. Und das ist höchstwahrscheinlich, ach, wir haben schon ganz schön viel Holz, etwas, was uns die Arbeit hier erleichtern soll. So, ich laufe ein paar Meter und, Alter. So, gehen wir mal hier rein. Ich tippe mal drauf. Ja, hier, Leaves. Das Ding macht Leaves. Also, nehmen wir das. Nehmen Ultimine. Quatsch. Ein Stack Leaves. So, und jetzt haben wir dieses Repair Kit gemacht. Das legen wir hier rein. Kamera rein. Und dann zack, ist das Ding wieder einsatzbereit. Das ist schön. Es geht nicht kaputt. Man muss es nur reparieren. Zack. So, den lasse ich hier hängen, weil ich brauche ja auch wieder Setzlinge, ne? So, dann machen wir uns mal die nächste Sache, und zwar habe ich noch Slabs? Ja, ich würde mich gerne da hinstellen können. Okay. So. Bauen wir. So. Gut, dann gucken wir mal weiter. Wir haben Bone Meal. Gut, wir können Wheat Seeds machen. Oh, Chicken Seeds. Also können wir Tiere spawnen. This quest opens the Animal Crops outline. Animal Crops. Animal Crops ist hier. Chicken Seeds, Horse Seeds. Also wir können Tiere durch Seeds herholen. Okay, cool. Dann brauchen wir uns da schon mal keine Gedanken machen. Perfekt. Okay, also das. Dann können wir Flower Fertilizer machen für Botania. Wir brauchen Blue Dye. Blue Dye kriegen wir durch Cornflower oder irgendwas über Botania. Okay, wir brauchen also jetzt Blue Dye. Wenn ich das richtig sehe. Genau. Blue Dye, Dielectric Paste. Okay, wir können aber auch Bone Block machen. Und für Bone Block, das brauchen wir für Clay. Aber anscheinend brauchen wir erst das hier. Ein Linking Tool. Gut, gut, gut. Okay, dann. Deswegen habe ich auch die Wiese hier gelassen. Erstens kriegen wir dadurch die Seeds, wenn wir Glück haben. Wir haben auf jeden Fall Seeds bekommen. Das ist schön. Spinat. Okay. Nice. Spiel gönnt nicht. Ich meine, doch, es gönnt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Wir Flax, nice. Flax ist sehr gut, weil mit Flax müssten wir Ding kriegen, müssten wir Strings kriegen. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Wir haben noch Dirt, oder? Wir haben noch Dirt, wir haben noch 24 Dirt, nice.
Marktinker, aber es kann auch manchmal einfach anstrengend sein. So, machen wir mal schnell hier den Flachs rein. Lassen den wachsen. So. Und schon haben wir die Möglichkeit, an Strings zu kommen. Und zwar müssen wir den Flachs, genau, ein Flachs ist ein String. Also haben wir 28, passt. Perfekt. Oh ja, Sammy. Gut. Es ist Tag. Wir machen weiter. Wir brauchen für den Floral Fertilizer. Wie machen wir den? Wir brauchen Farbe. Weiß. Sehr gut. Geht. Und Bone Meal. Also brauchen wir ganz viel Bone Meal. Wir brauchen Bone Meal, bis uns die Finger wehtun. Alles klar. Tag vorbei. Ein Tag Arbeit. Das ist okay. Lass mal gucken. Also, wir haben 41 Bone Meal. Bone Meal. So, Floral Fertilizer hat geheißen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Hier mal Farbe. Machen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Machen wir 2. Machen wir 2 davon. Und zwei davon und dann haben wir zwei Floral Fertilizer. Okay, dann kriegen wir hier Mystical Green, Lime and Purple. Brauchen wir nicht. Green, Light Gray, Lime and Brown. So, was haben wir daraus gelernt? Das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal Cornflower. Im besten Fall kriegen wir natürlich noch ein paar andere Seeds. Wir kommen gar keine Blumen raus, kann das sein? Eggplant, Tomato. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal. So, dann lassen wir das noch ein bisschen größer werden. Ist ja schön, aber Blumen? Blumen gibt es hier keine, da wird was verkauft. Blumen sind ausverkauft, sieht so aus. Dann probieren wir nochmal unser Glück mit den anderen Sachen. Machen wir uns noch einen dritten Floral Fertilizer und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück. Mystical Blue Flower. Kann ich die jetzt mit Bone Meal, weil die groß ist? Nein, aber ich habe auf jeden Fall die Blumen vergrößert. Okay, bin zufrieden. Wir haben blaues Zeugs. Wir müssen Mystical Blue Petal. Okay. Ach, nice. Okay, das heißt, wir müssen theoretisch. Wo ist meine Blue Flower? Hallo? Spiel. Green. Wo ist meine blaue Blume hin? Hallo. Ich hab's auf der Aufnahme. Okay. Anzeige ist raus. Light Blue bringt mir nichts. Zyan. Okay, ich kann die großen anscheinend nicht ernten oder was oder wie oder wann oder wo. Okay, das ist Mobbing. Das ist pures Mobbing. Okay, auf ein neues. So, drei Floral Fertilizer und zwei Bromi extra. So, bitte. Cyan. Cyan. Und? So, Blue. Nicht bewegen. Nicht zu schnell laufen. Und wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. So. Bevor das Spiel wieder sagt, nö, sag ich, yo. Okay, gut.
So, ein paar davon. Also, wir brauchen einen Mörser. Dafür brauchen wir eine Bowl. Die kriegen wir. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Und wenn wir das mit dem jetzt zusammentun, dann haben wir hier Skyblue. Und Blue Dye. Wir haben Blue Dye. Wir müssen noch wieder ein bisschen Holz reinlegen. So. Wooden Tool Handle. 1, 2. Haben wir. Sticks. Was sollten wir genug haben? 2. Dann machen wir das da. Dann machen wir das da. Und dann haben wir das da. Und jetzt bräuchten wir nur noch etwas, damit wir das linken können, ne? Bone Block. Wenn wir Bone Block dahin machen, dann wird Bone Block wahrscheinlich zu Clay, oder? Jo. Place a Bone Block in the range of the Collector's Crystal. Right-click the Collector Crystal with the Linking Tool, then right-click the Bone Block with the Linking Tool. Now you should see a light beam from the Crystal to the Bone Block. And it should transform it into Clay Block. Okay, und dann kriegen wir... Oh, Sand kriegen wir durch Holz, das ist perfekt. Oh, und das... Und das und das. So, ich hätte gerne ein Campfire. Oh, danke. 2 Campfire. Dann setzen wir da mal den hin. Machen wir jetzt mal das Linking einfach so. Und, oh, et voilà. Wir haben einen Lichtstrahl, my lady. Und der ist jetzt immer aktiv. Okay, cool. Oh, die Schaufel hat fast durchgehalten. So, 62. Muss da eine Sand hin? Also. Muss schon sein. Spiel will mich schon wieder mobben. So, gut, dann haben wir das. Das heißt, wir haben Sand. Das heißt, wir können Glaspane herstellen. Glaspane. Campfire. Oh, nice. Nice, wir können es platzieren. Das ist cool. So, dann brutzeln wir es mal durch. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Bone Block. Das heißt, wir brauchen wieder... Wer hätte es gedacht? Bone Meal. Bone Meal. Oh Mann. Okay, aber wir können dann auch Brick machen. Bricks können wir Clayballs. Wir können Clayballs draufschmeißen. Das ist gut. Und wir haben einen Brickhopper. Oh, das ist sehr schön. Der würde das Ganze so vereinfachen mit den. Mit dem Bone Meal herstellen. Das wäre mega. Ready? Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Wir gucken mal hier hin. So, wir können uns Flaschen machen. Okay. Wir können uns Flaschen machen. Und wir können temperiertes Glas machen. Und dann... Oh, nice. Okay, Glass Char. Das ist eine Char Mod. Okay. Das ist cool. Okay, und wir brauchen auch das. Um Fast Iron. Okay, das wird noch ein bisschen interessant. Das können wir uns machen. Also ich würde sagen, den Teil heben wir uns jetzt mal fürs nächste Mal auf. Wir sollten jetzt erstmal hier, bevor wir jetzt hier 35 Baustellen aufmachen. Wir haben hier schon sehr viel gemacht. Gut, ob ich will oder nicht, wir brauchen noch ein bisschen Bonmehl. Na dann, immer ran da. So, Quest beendet. Zack. Play. Zack. Play Bricks. Play Ball. Play Ball. Wir haben noch 6 Stück übrig. Wir haben das erledigt. Zack. Wir haben Clay. Warum ist die Quest nicht abgehakt? Jetzt ist die Quest abgehakt. Weil ich kein Clay eingesammelt habe, sondern ich habe Clayballs eingesackt. Alles klar. Okay, das ist ein kleiner Bug, aber gut. So, wir können Buckets machen. Geil. Wir
können Shears machen. Weiß nicht. Wir können Strainer machen. Was ist das? You can use it to get clayboards. Was? Okay, und wie? Survivalist Strainer. String Mesh. Ja gut, das ist das Ding. Und was? Wie, was, wann, wo? Was? Braucht man das? Ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Ding nicht. Ist das wie ein Sieb? Wenn du das Ding kennst, schreib das gerne mal in die Kommentare, wie das Ding funktioniert, weil das verwirrt mich. Vor allem, ja, wir gucken mal. Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde, aber wenn du was weißt, gerne in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Brauch mal hier was ein bisschen schneller geht zum Bonien machen, weil ich brauche diesen Hopper. Ich brauche diesen Hopper und dieser Hopper besteht aus Bricks und wir brauchen für den Brick Hopper brauchen wir 5. Ich habe gerade 4. Ne? Und ich brauche 2 Hopper. Ich brauche 2 Hopper. Unbedingt. Und da das mit den Flagseeds auch ganz gut geht, habe ich gerade keinen Bock mehr auf Baumfarmen. Außerdem habe ich genug Holz. Ich habe wirklich aktuell mehr als genug Holz. Oh, okay. Das ist nicht schlecht. Wenn wir es sieht, auf dem Dirt habe ich Gras. Das ist cool. Zwei Baumblocks bringe. So, 2 Baumblocks. Einmal. Zweimal. Und 1, 2, 3, 4. So, wir werden das jetzt automatisieren. 2 Wooden Hopper. So, das heißt Chest. Hopper. Hopper in Chest. Zack. Dann kommt der hier drauf. Dann kommt der hier rein. Dann kommt hier drauf. So, und wenn ich jetzt hier Sachen reinlege, ein schönes Geräusch. Und ich kann nebenbei Sachen machen. Das ist schön. Ich kann nebenbei Sachen farmen und der macht für mich Baumehl. Ole, ole. Ich habe noch 2 Bricks extra. So, gut, in der Zwischenzeit machen wir uns gleich noch mal das Tempered Glass. Das brauchen wir ja auch. Tempered Glass. Nice. Hammer. 8 Stück. Hammer. Okay, dann haben wir das. Dann brauchen wir das. Aber das. Dafür brauchen wir das Tempered Glass. Okay, und dann brauchen wir Cast Iron Tube. Und Cast Iron Tube brauchen wir Cast Iron Ingot und Gear. Okay, das machen wir mit 4 davon. Okay. Brick. Okay, cool. Gut, wir haben ja noch ein bisschen Brick übrig. Das ist kein Thema. Das heißt, wir müssen jetzt so rumbauen. Okay, 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 okay. Okay. Aber erstmal machen wir uns bitte einen Eimer. Und da ist der Eimer. Juhu, wir haben ein Bucket. Quest erledigt. Gut, gut, gut. Okay, MTDNA. MTDNA bedeutet Enderman DNA, DNA Spawner, Basalt DNA, Guardian DNA, Blaze DNA, Blitz DNA, Bliss, Schalker, B-DNA. Wir können uns eine Biene machen mit gelber Farbe. Eine ganz normale Biene. Das klingt doch nice. Aber bevor wir das machen, brauchen wir auf jeden Fall ein Gehege. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Okay. Und this quest opens the All the Bees Questline. Okay, All the Bees. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Alter, ich glaube so ziemlich jedes Material, das du dir vorstellen kannst. Gravel.
Wir können alles über die Bienen herstellen lassen. Alles. Okay. Ja. Das ist heavy. Das ist sehr schön, dass das Ding für mich arbeitet und ich dann einfach nur die Sachen sammeln muss. Das ist toll. Ach genau, wir haben ja einen übrig. Das heißt, wir machen uns jetzt die Cast Iron. Cast Iron Bar. Ja, dann mach mal. Dafür gehen wir hin und machen uns Bricks. Und die Bricks müssen wir dann auch nochmal aufs Feuer legen. Okay. Cool, also wir brauchen das da. Dafür brauchen wir Cast Iron Gear. Wir brauchen 6 Stück für so für 12. Okay, das ist ergiebig. Das ist ergiebig. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir so ein Gear. Dann machen wir hier. So, und dann haben wir 12 von denen. Okay. Dann machen wir uns noch mal Glas, bitte. Und wir machen uns jetzt mal diese Jar. Zack. Brauchen wir einen von dem. So, dann haben wir das Tempered Glass Jar, haben wir. Haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben den Weg genommen. Was ist das? Jar Auto Processing Block. Okay. Okay, okay, okay. Auto Processing. Ah, der kann der dann automatisch für uns craften. Das klingt doch richtig gut. Den werden wir uns auf jeden Fall noch irgendwie besorgen. Jetzt wollen wir uns erstmal das da. Und dann können wir Wasser, Dirt. Oh ja. So, dann brauchen wir noch Knöpfe, habe ich vorhin gesehen. Ne? Knöpfe hat er gesagt. Knöpfe kriegen wir ja, wenn wir so machen. Dann machen wir so. Und dann haben wir hier... Wo stellen wir das hin? Da wir irgendwas mit Feuer brauchen, würde ich sagen, wir stellen das dann mal dahin, oder? Warte mal. Genau. Die Tempered Glass Jar. Okay, das kommt über Feuer. Okay, okay, okay. Gut, also das über Feuer. Gut. Haben wir. Und dann müssen die irgendwie verbunden werden. Sind. So. Und wir brauchen noch eine Kiste. Okay, die Kiste muss auch mit angeschlossen werden. Alles klar. Muss das ein Single Chest sein? I don't know. Wir machen mal. So, Kiste verbunden. Oh, okay. Wir können Leaves reinschmeißen für Wasser. Nice. Nice, 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 nice. Ja, wir brauchen High, Low, No und Zero Temperature. Also, wir können aber... Das können wir und das können wir. Das können wir nicht. Das können wir auch noch nicht. Kein Thema. Ja. Und dann holen wir uns noch so ein zweites Gläschen, weil anscheinend ist es nicht verkehrt, wenn wir zwei davon haben. Ich bräuchte mal... meine Karma. Sehr schön. Und nehmen wir mal Leaves. Reicht mir. Den Rest bitte so abbauen. So, jetzt machen wir mal Leaves hier rein. Denke ich mal. Ja, weil in die Flasche kann ja nichts rein. So, Water habe ich gesehen. Water. Ja. Okay. Passt. Wir haben Ding und Play. 2 Minuten für einmal Wasser. Na, nice. Die gehen nicht kaputt. Okay, gut. Das ist gut. Geil. Wir haben Wasser. Wir können Erde herstellen. Wir haben hier einen kleinen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das Brauchstand nennen kann. Aber wir haben auf jeden Fall irgendwas, mit was wir irgendwas... Oh, da, und da kam Wasser rein. Da kam Wasser rein. Wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Sehr schön. Wunderbar, wir können uns endlich Essen machen. Juhu. Ja, nicht ganz. Wo könnte man das Wasser eigentlich auch wieder da rein tun? Ja, nice. So, dann mach doch bitte nochmal. Ah ja, deswegen Auto-Processing. Weil sonst muss ich das immer wieder... Ah,
So, jetzt Interessefrage. Interessensfrage. Können wir auch andere Sachen damit herstellen? Können wir zum Beispiel Clay damit herstellen? Ja, Clay können wir herstellen mit Sand und Wasser. Okay, dann bitte. Bitte, bitte. Mach mal. Das ist nämlich deutlich angenehmer als das hier. Ich habe nämlich irgendwie keinen Bock mehr auf Baum mehr. Ich weiß nicht warum. Ja, die Partikel. Die sagen mir, da läuft was. Okay, cool. Nice. So. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen. Wir haben heute wirklich viel geschafft. Wir sind durchgerusht durch den Quest-Bereich, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Kommentieren nicht vergessen, wäre super nice. Ja, ich lese mir alles durch. Fragen, Antworten, alles toll. Ich freue mich darüber. Bis dahin, reingehauen. Einen schönen Tag dir noch. Ciao.